Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hilde. Heute möchte ich gern mit euch diese Vintage angehauchte Karte machen. Also ich weiß nicht, ob man es so in der Kamera sieht. Die Blümchen sind mit Distress Crackle Paint gemacht, in durchsichtig. Dann anschließend noch mit rosa koloriert. Also das macht so einen kleinen Vintage Touch aus. Und ich finde, das passt ganz gut, auch zu dem lebhaften Untergrund. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Diese Karte habe ich jetzt. Zeige ich euch, was ich für meine Karte brauche. Einmal Schaumklebeband, dann diese Layered Stamps Stempel. Diesmal möchte ich gerne diese Rose benutzen. Da sind meine Probestücke. Dann brauche ich ein Stück dünne Klarsichtfolie, ein Kartenaufleger und eine Matte für unten drunter, da ich das Ganze ein bisschen Vintage angehaucht machen möchte, habe ich jetzt einen Kraftcardstock für unten drunter genommen. Das kommt dann auf meine Kartengrund. Mein Misty. Dann noch ein paar Reste von dem Kraftcardstock. Schneidegerät. Einen Pinsel. Kleber. Dann ganz wichtig, Distress Crackle Paint. Das ist jetzt Picket Fence, also dieses klare. Dann habe ich mir ein Versamark Kissen rausgeholt und dann verschiedene Stempelkissen in allen Farben. Also ich benutze hauptsächlich heute braun. Ich habe jetzt hier Old Paper, dann Frayed Burlap und dann habe ich hier für die ganz dunklen Hintergründe habe ich jetzt für die Blüten Moment, ich muss mal Crowned Espresso. Ich habe mal wieder die Brille nicht zum Lesen an, also wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch mal einen kleinen Aussetzer habe. So, als erstes muss ich jetzt das mal wegräumen und dann bekommt als allererstes mal mein Misty was zu tun. Dann nehme ich jetzt meine Stempel, das volle Blumenteil hier, diese volle Blüte wird zuerst mit ganz heller Farbe, also mit Old Paper, gestempelt. So, diese Layered Stamps, diese vollflächigen, die haben manchmal das Problem, dass sie nicht gerne und gleichmäßig Farbe annehmen. So, da gibt es jetzt einen Trick. Ich lege mir das mal dahin. Gibt es jetzt einen kleinen Trick. Dann nimmt man erstmal etwas Versamark. So, und dann erst die helle Farbe. Das Versamark macht eine Schicht, die jetzt diese Farbe an den Stempel mehr bindet. Also das wird dann gleichmäßiger. Also das ist jetzt Old Paper. Man sieht, der Farbauftrag ist weit besser als ohne dieses Versamark. Der Farbauftrag ist einfach gleichmäßiger. So, das Ganze nochmal. So. Ach, meine Katze ist wieder am Räumen. Man hört's. So, und jetzt noch eine unten drunter. Mal drei Blühen. Drei Blümchen, drei Blüten. So. Für die nächsten Schritte bei der Blume brauche ich dieses Versamark nicht mehr. Also das ist jetzt nur bei dieser vollen Fläche. Ich glaube, meine Katze räumt die ganze Küche heute auseinander. So hört sich es an. So. Das war das. Jetzt kommt der nächste Schritt. Das ist jetzt das etwas stärkere, detaillierte. Jetzt muss ich mal sehen, wie das jetzt angelegt wird. Mit dem Misty geht das ja besser als wie mit den anderen Stempelglötzen, also die Acrylglötze. So, dann nehme ich jetzt die zweitstärke Farbe. Das ist jetzt Frayed Burlap bei mir. So. Gut einfärben. Boah.
andrücken. So, das mache ich jetzt bei allen drei Blüten. Ich hoffe, man sieht das so. Also ich finde, der Farbauftrag ist super, auch wenn ich jetzt bei diesem Schritt kein Versamark drauf gemacht habe. So, meine ganzen Stempelsachen werden hier runtergeschmissen im Moment. Das ist, ihr kennt das ja auch, ihr habt ja auch Haustiere. Die müssen ja, den ganzen Tag sind sie brav und schlafen, aber sobald man was anfasst und will was für sich machen, dann sind sie dabei. Gell, Mika? So, jetzt die detaillierte Stempelabdruck, also das ist jetzt noch weniger schwarz, jetzt fliegen schon die Blätter, noch weniger schwarz dran. So. Genau, da kommt jetzt das Ground Espresso. So entstehen nach und nach die schönsten Blüten. Bin mir jetzt halt eben mehr in Vintage angehaucht, mehr monochrom. So. Eine. Die nächste. So, jetzt kann ich mein Stempelkissen vorerst mal zumachen. So, das nehme ich mal raus. So, jetzt seht ihr meine Blümchen, da habe ich jetzt schon Flecken drauf, aber das macht nichts, das wird nachher ausgeschnitten. So, der nächste Schritt ist jetzt meine Crackle Paint. Die werde ich jetzt an einem kräftigen Auftrag auf die Blümchen auftragen und das Ganze muss dann trocknen. Je kräftiger der Auftrag ist, desto größer werden nachher die Crackles. Also kann ruhig, schön, kräftig auftragen. Ich versuche jetzt möglichst nicht viel über den Rand zu gehen, da ich das ja ausschneiden möchte, sonst schneidet sich das Ganze ja nicht so gut. So, das lasse ich dann so trocknen. Inzwischen habe ich jetzt meinen Kartenaufleger schon mal auf ein weißes saugendes Tuch gelegt, habe meine Folie, ein paar Distress Inks, was mir so ganz gut gefällt, teile mal ein bisschen so aus, mach mal ein bisschen Blau dazu, das ist jetzt Peacock Feathers, das andere war Seedless Preserves. So, das werde ich jetzt mit einem gut nassen Pinsel ein bisschen verteilen. Muss ich aufpassen, dass ich jetzt, da muss schon viel Wasser, kann ruhig viel Wasser sein. Das ist jetzt die Smooching-Technik. Nehme ich jetzt wirklich gut Wasser. So, ich hoffe, das Wasser reicht schon. Drehe das Ganze schnell um und verteile das auf meinem Blatt als Hintergrund. So, lass das schön auseinanderlaufen. So, das kann ich jetzt schon sauber machen. Ich kann jetzt mit einem sauberen Tuch die überschüssige Farbe etwas wegtupfen. Das soll ja nicht zu stark sein, da ich ja diese Vintage auch angehauchten Blüten draufsetzen will. Will ich das nicht so stark haben. So, das Ganze mache ich jetzt noch mit einer anderen Farbe. Dann mache ich mir jetzt etwas von diesem Spiced Marmalade. Das
das soll nicht zu viel, nur so ab und zu ein bisschen. Dann, was ich jetzt gerne darunter habe, ich nehme jetzt hier von meinen Perfect Pearls. Kann ich mir jetzt aussuchen, zu diesem Braunton würde das Kupfer gut aussehen oder halt eben dieses Gold. Aber ich glaube, ich bleibe heute bei dem Kupfer. Mach da jetzt ein bisschen mit einem Pinsel, trockenen Pinsel. Das ist auch kein Pinsel. Der ist schon wieder weg. Ich glaube, die hat die Minka schon wieder gemopst. Dann müssen wir es anders machen. Dann nehme ich mir mein Falzbein. Verteile da. Ui, da war ja jetzt aber schon gut. Ein bisschen von dem Pulver. Gut verschließen. Das klappt nicht immer so. Jetzt wieder Wasser. Noch ein bisschen mehr Wasser. So, das werde ich jetzt noch zusätzlich dazu geben. Also mal da. Bisschen abziehen, die andere Seite. So, das Überschüssige natürlich wieder ein bisschen wegtupfen. Das wird jetzt nicht so glänzend, aber es gibt einen wunderschönen zarten Glanz dazu. So, ich könnte jetzt noch andere Farben auftragen und dann halt eben die anderen Stellen noch ein bisschen abdrücken, aber für meine Zwecke reicht das. So, das lasse ich jetzt trocknen. Man sieht, wenn man es dreht, auch wenn es noch nicht trocken ist, der Glanz ist schon mal da. So, das muss jetzt gut trocknen. So, meine Blümchen sind getrocknet. Man sieht, wenn man genau hinschaut, diese Crackles. Ich hoffe, man sieht es auch in der Kamera so. Ich hätte können diese Schicht noch etwas dicker machen, dann wären diese Crackles etwas größer. Aber das ist gut so. Jetzt möchte ich das Ganze noch einfärben. Ich habe jetzt hier Peaked Raspberry. Machen wir da jetzt mal ein Pool Farbe hin. Und etwas Seedless Reserves. Für die dunkleren Stellen. So, mit meinem Pinsel nehme ich mir jetzt erstmal den Peaked Raspberry und gehe jetzt über die ganze Blüte. Durch diese Crackles läuft die Farbe unter diesen Crackle-Lack. Und gibt dann noch so einen schönen Vintage-Touch an diese Blüten ab. So. Das mache ich jetzt bei allen drei Blüten. Was dann über ist, kann ich dann noch wegputzen. So. Ich putze das jetzt mal weg. Sieht man unten drunter diesen Vintage-Foto-Touch an diesen Blüten. Jetzt werde ich noch etwas mit dem Seedless Preserves nachdunkeln, da wo ich denke, wo was Dunkleres hin könnte noch. Da ist halt eben zu wenig gekräckelt, da habe ich die Farbe nicht so gut aufgetragen. So, noch ein bisschen hier abdunkeln. So, das reicht schon. Das ist das ganze Geheimnis. Die Blätter werde ich nur mit Braun stempeln und dann alles ausschneiden. Und dann sehen wir uns gleich meine wieder. Blumen und Blätter sind jetzt ausgeschnitten. Ich habe mir noch einen kleinen Gruß gemacht. Den klebe ich jetzt schon mal auf. So, erstmal. Ich zeige euch erstmal nochmal jetzt im trockenen Zustand meinen Hintergrund. So. Da kommt jetzt mein Gruß. So. Und da kann ich jetzt meine Blüten arrangieren. So wie ich denke, dass es gut aussieht. Also das macht jeder ja sowieso nach seiner eigenen Fasson. Also da braucht ihr jetzt eigentlich nicht zuzugucken, wie ich das bis ich fertig bin hin und her schiebe. So, ihr habt das ja an meiner fertigen Karte gesehen und ich glaube, so sieht schon ganz gut aus. Also,
Ich werde das Ganze auch auf meinem Blog www.creatingisbeautiful.blogspot.de vorstellen und zeigen. Und dann halt eben auf unserer Facebook-Gruppe bei der Diana Loma. Das ist Basteln und Tauschen unter Tauschfreunden und Tierfreunden. Also ich verlinke euch das sowieso unter dem Video und dann findet ihr das schon. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!